Ich habe am Wochenende den Kicker durchpflügt, ja, den Donnerstagskicker, und bin dann, also ich lese dann immer so die Artikel, die mich interessieren, natürlich auch die vom VfB. Und meistens stehen die wirklich interessanten Sachen erst im letzten Absatz eines Artikels. Ja, also da müsst ihr mal drauf achten. Endlich könnt ihr immer nur die letzten Absätze lesen, den Rest könnt ihr meistens auf der Webseite lesen, aber der letzte Absatz, der hat's in sich. So auch dieser, geschrieben von unserem guten Freund George Moisidis. Hört mal zu, er schrieb Folgendes: Wenig Freude dürfte Holger Badstuber seine persönliche Rückversetzung bereiten. Der Innenverteidiger, dem der Ruf des personifizierten Führungsspielers anhaftet, war rund um die jüngsten Rückschläge immer wieder emotional übers Ziel hinausgeschossen und hatte sowohl mit einzelnen Kollegen wie auch mit dem Trainer verbal die Klingen gekreuzt. Mehr in schärfer als in geschliffener Form, was nicht nur im Kader, sondern auch in der Führung nicht gut ankam. So, Sebastian, habe ich mich hinreißen lassen zu einem Tweet. ja, ist ja immer Also gefährlich. Impulstweets sind immer schlecht, immer schlecht. Es war noch nicht mal ein Impulstweet. Ich habe mir einfach gedacht, jetzt ist das wieder der Badstuber, der hier Stunk anfängt. Ja, erst mit Hannes Wolf, der hat keine Ahnung, der müsse mal mehr auf Holger Badstuber hören, dann wird es auch laufen. Ja, das war ja letzten Endes seine Aussage. Ja. Mit Korkut hat er überhaupt nicht mehr geredet, so richtig. Also das ging dann irgendwann auch nach hinten los. Weinziel war sowieso ein Arschloch, weil das schon bei Schalke nicht lief. Und danach, ja, das hast du ja auch schon bei den ersten Trainingseinheiten bemerkt, dass das keine Männerfreundschaft mehr wird. Mit Tim Walter hat er sich überworfen. Oder was heißt überworfen? Auch da war die Freundschaft, glaube ich, nicht allzu groß. Die Anerkennung für die Leistung von Holger Badstuber war mit Sicherheit da, aber er war jetzt nicht unbedingt die erste Wahl. Und dann kam eben jetzt Matarazzo, und auch da konnte man sogar beim Zuschauen einfach merken, dass er gar nicht diesen Respekt an den Tag legt, den man eigentlich haben sollte von einem Trainer. Ich erinnere mich da an dieses Kiel-Spiel, wie er zu Matarazzo rausschaut, und es hieß ja danach auch, er hätte gesagt, das ist jetzt deine Schuld, das haben wir jetzt davon, weil du den Massimo eingewechselt hast. Man konnte es im TV nicht nachhören, aber angeblich soll er das ja wohl geschrien haben. Aber was man auf jeden Fall erkennen konnte, ist, dass Badstuber nach dem zweiten Tor zu Matarazzo rausschaut und die ganze Körperhaltung, also die verhieß nichts Gutes. Es wirkte schon so, als ob er unzufrieden ist mit den Einwechslungen oder mit den Anweisungen des Trainers. Und das hört man an allen Ecken und Enden, dass es da einfach Holger Badstuber nicht gelingt, den richtigen Ton zu treffen. Ich glaube, darum geht es ja eigentlich. Dass er sich aufregt und aufrütteln möchte, auch das ist ja eigentlich gut. Das will ich eigentlich auch von einem Spieler wie einem Holger Badstuber. Aber ich möchte halt, dass er ein Führungsspieler ist. Und für mich ist ein Führungsspieler kein Spieler, der einfach wie so ein angepisster Opa da ständig auf dem Platz rumstiefelt und jeden zusammenscheißt, sondern für mich ist ein Führungsspieler, der im richtigen Moment die richtigen Worte findet. Ja, und wenn du dann gegen Karlsruhe Mitte der Halbzeit noch mit 1 zu 1 gut im Rennen liegst, das Spiel ist scheiße, keine Frage, aber du liegst noch gut im Rennen und du faltest da junge Spieler zusammen, als gäbe es kein Morgen mehr, so dass die mehr oder weniger nicht nur mit Holger Badstuber, sondern gleich mit dem ganzen Sport abschließen, ja, dann bist du halt, ja, es ist ja so, dann bist du halt kein Führungsspieler. Ich erwarte in dem Moment Mit, von Holger. Mitspieler von Holger Badstuber beendet spontan in der 66. Minute Ja, die Karriere. und so sah es ja auch aus, also wenn man das Spiel gesehen hat. Ja, aber das Ding ist doch, da muss doch so ein Holger Badstuber merken, okay, mich brauchen aktuell einfach dann auch die jungen Spieler als Stütze. Ja, dass der dann den Kaminski zusammenfaltet, wenn der mal wieder einen seiner Fehlpässe spielt, gar keine Frage. Das geht auch. Und ich glaube auch, ein Kaminski weiß, wie er das nehmen muss. Aber ein junger Spieler, den kannst du da nicht runtermachen wie sonst irgendwas. Und das ist halt Badstuber. Der ist unzufrieden mit allem und mit sich selbst auch noch und lässt das dann auch wirklich jeden spüren. Und das ist für mich einfach kein Führungsspieler, weil er in dem Moment keine Größe beweist. Und das ist der Punkt, wo ich sage, brauche ich so einen Spieler unbedingt? Was bringt jetzt Holger Badstuber mit, was ein anderer Spieler, den man vielleicht dann noch verpflichten müsste, nicht mitbringt? Das ist meine Frage. Und da sehe ich nicht allzu viel. Ihm wird wieder das Tempo in der Bundesliga fehlen. Der wird nicht schneller. Das ist keine große Erkenntnis. Dazu ist es jetzt auch natürlich eine Frage, ob der taktisch ins System passt. Wenn du mit Dreierkette spielst, brauchst du jetzt unbedingt Holger Badstuber noch? Du hast eigentlich jetzt genügend Innenverteidiger. Ja, auch ein Kaminski soll ja angeblich darüber nachdenken, ob er den VfB verlässt. Ja, ist natürlich immer so Gerüchte, da weiß man nie, ob es dann stimmt. Aber du hast grundsätzlich erstmal mit Kempf einen hochveranlagten, noch relativ jungen Innenverteidiger, der geht jetzt verletzt in die Saison, ja, ist klar. Aber dann kann man sich vielleicht auch dahingehend nochmal verstärken und
dann vielleicht lieber jemand Neues dazu holen oder eines der jungen Talente dann endlich mal die Chance geben. Mack, Aidonis, also da gibt's ja dann schon ein paar Leute, die man auch da mal ausprobieren könnte als Innenverteidiger. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die das schon abrufen können. Die haben auch noch nicht die Qualität eines Holger Badstubers, gar keine Frage. Aber muss ich den jetzt immer wieder durchschleppen und diese Unruhe aufkommen lassen, wenn es mal irgendwie bei Holger nicht so läuft? Das ist das, was ich kritisiere. Genau, und ich finde, Mitspieler rund machen ist das eine, aber sobald ein Spieler auf dem Platz ist und die Autorität des Trainers öffentlich untergräbt, finde ich, ist das ein komplettes No-Go halt, ne? Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo ich dann sagen würde, okay, da muss dann halt auch eine Hierarchie über dem Trainer oder vielleicht sogar zwei Hierarchien über dem Trainer dann halt irgendwie sagen müssen, nee, so nicht, ne? Also vor allem, wenn ich sage, hey, das ist unser Trainer, wir verlängern mit dem jetzt nochmal, völlig grundlos eigentlich, weil wir sind so überzeugt von dem. Und dann ist ein Spieler, der motzt nicht nur seine Mitspieler an, sondern auch ein Trainer, dann würde ich sagen, okay, das ist jetzt vielleicht so ein Punkt, da muss man jetzt irgendwie mal einen Cut machen, und das scheint ja auch passiert zu sein, denn er sitzt ja halt nur noch auf der Bank, und das war vielleicht echt so ein Ding, was einfach drüber war, und man kann immer nur wieder auf dieses 4-Stunden-Interview mit Holger Badstuber im Rasenfunk verweisen, in dem es ja auch so ungefähr eine Stunde tatsächlich um VfB ging, und da kam ja auch raus, also alle Trainer waren eigentlich scheiße, außer Taifun Korkut, weil der halt irgendwie Fußball von 1998 noch irgendwie spielt, der war okay, aber alle anderen waren halt irgendwelche Idioten, ne? Und ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Selbstverständnis halt, ne? Also man muss natürlich auch konstatieren, dass Holger Badstuber über die Saison gesehen einer der besten Feldspieler war vom VfB, denke ich, kann man so sagen. Ja. Und eine Konstante war. Ja, aber trotzdem, so ein Verhalten geht nicht. Und dann spielt es auch keine Rolle, dass du in Kiel und Wiesbaden und in Aue spielen musst, obwohl du schon mal Champions League gespielt hast. Aber ich denke, Dinge ansprechen ist völlig okay. Die Art und Weise, über die muss man dann wirklich diskutieren. Und wo wir gerade das von hatten, ne, das ist ein Team von, bös gesagt, Anfängern. Und es wäre gut, wenn mal irgendjemand mit Erfahrung vielleicht mal eine andere Meinung hat. Genau so jemand könnte ja Holger Badstuber sein, der mal sagt, Trainer, ich sehe das komplett anders. Aber er kann es halt nicht auf dem Platz machen, während die Kameras und die Mikrofone laufen. Sondern das muss man dann halt wirklich hinter verschlossenen Türen machen. Und dann wäre ja seine Expertise, glaube ich, wirklich sehr, sehr wertvoll, wenn er sagen würde, Trainer, ich denke, das läuft so nicht oder so, ne? Aber das halt öffentlich zu machen und mit dieser gefrusteten Attitüde, finde ich ganz, ganz schwierig. Und und ich glaube, dass halt Materazzo wahrscheinlich dann auch mit der Rückendeckung seiner Vorgesetzten da halt jetzt irgendwie nach dem KSC-Spiel halt auch einfach gesagt hat, okay, wir müssen da mal was ändern. Ich bin auch gespannt, ob der am Sonntag für Kempf spielen darf. Das glaube ich nämlich nicht. Ich gehe davon aus, dass Kaminski wieder von Beginn an ran darf. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und das wäre dann natürlich auch ein klarer Fingerzeig für die Zukunft für Holger Badstuber. Wird natürlich schwer, neuen Verein zu finden. Also ich glaube kaum, dass jetzt ein ambitionierter Bundesligist bereit ist, Holger Badstuber aufzunehmen, und auf der anderen Seite die Interesse haben, die dürfte dann vielleicht das hohe Gehalt abschrecken. Also das wird jetzt nicht so leicht. Ich kann mir vorstellen, dass Holger Badstuber auch nicht für einen Apfel und ein Ei dann irgendwo kickt. Garantiert nicht. Außer Champions League. Da ist er sofort dabei.